Namaste. Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Yogastunde mit mir, mit Tobias aus dem Erfurter Yoga Studio Yoga Privi. Und bevor wir mit dieser schönen Yogastunde beginnen, die ich heute für dich kreiert habe, möchte ich dir zunächst Danke sagen. Danke für die Zeit, in der du mich begleitest, sei es jetzt nur über dieses Video hinweg oder auch über die ganzen Videos zuvor und die Zeit, die du mir schenktest und mit mir verbracht hast im Yoga, sei es online oder im Erfurter Yoga Studio. Vielen Dank, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Und heute habe ich ein Video für dich kreiert, das dich durch einen schönen Yoga-Fluss hindurch bewegt. Wir werden abwechselnde Sequenzen kreieren, einmal aus einer Möglichkeit, den Körper und die Mitte des Körpers zu zentrieren, also da, wo in vielen Traditionen und Philosophien das Selbst sitzt, sei es im Yoga, wenn wir das als Manipura-Chakra bezeichnen. Bereich unterhalb des Brustbeins Richtung Bauchnabel. In anderen Kulturen ist es das Hara oder einfach das Selbst oder die Mitte, in der wir sind, in der du bist. Und diese Yoga-Praxis führt uns immer wieder in diese Mitte, in das Selbst. Und wir werden das kräftigen und nähren, das Selbstbewusstsein stärken über Übungen, aber auch mal wohltuende Dehnungen schenken und Entspannungen genießen oder einfach mal durch den Bewegungsfluss hindurch strömen. Und das alles soll dir ein sehr schönes Wohlgefühl im Körper schenken und auch für dich selbst eine erholsame Zeit schaffen. Denn die Yoga-Praxis ist ja immer auch Zeit, die du dir schenkst. Und ich möchte dich einladen, für dieses Video dir die Zeit zu schenken. Lass uns also beginnen. Und die Matte ausrollen. Und wir beginnen mit einem sehr schönen, entspannten Sitz. Wenn du ihn für dich gefunden hast, dann schließ deine Augen. Und dann mach dir bewusst, dass jetzt die Zeit für dich beginnt. Eine Zeit, in der du weniger auf das Äußere orientiert sein musst, auf die Dinge, die dich umgeben, die Anforderungen, die Erwartungen, die Rollen, die du in der Welt annimmst, sei es im Alltag oder im Beruf. Das ist jetzt weniger wichtig, das Äußere. Interessanter und schöner ist das, was in dir ist. Die Welt in dir, die Erfahrungen, die du in dir trägst, das, was du wahrnimmst in dir, so wie du jetzt bist. Wie sich dein Körper anfühlt, wie es dir geht. Nimm dazu den Kontakt zu dir auf und spür nach innen. Zunächst in den Sitz. Werd dir noch einmal physisch bewusst, wie du jetzt sitzt im Raum, in dem du dir das gut eingerichtet hast. Und bring die Aufmerksamkeit zum Boden. Da gibt es Dinge, die du berührst. Sei es die Yogamatte, die dir für diese Yoga-Praxis Stabilität und einen Raum schenkt, sei es eine Unterlage, ein Kissen oder ähnliches, auf das du sitzt. Ich bitte dich, Kontakt nach unten aufzunehmen, zu spüren, was du berührst. Und dann lass dich vertrauter in diese Unterlagen hineinsinken. Hinein in diese Berührungen zur Erde. Und spür dort, wie die Erde dich von unten trägt, wie du von unten getragen und gestützt wirst. Vertraue dich dieser Stütze, diesem Halt an, auch dem Gefühl, dass etwas dich trägt, du getragen wirst. Und dann beginn ganz sanft und bewusst, auch etwas lebendiger aus diesem getragenen Gefühl nach oben zu wachsen, aus der Erde heraus nach oben in die Welt. Beobachte, wie dein Oberkörper sich aufrichten kann, wie deine Wirbelsäule sich beginnt zu strecken, ohne dass sie fest wird, deine Flanken sich verlängern,
Stell dir vor, die wachsen durch die Achseln nach oben. Einatmen, öffne die Arme über die Seite, mach einen Bogen über den Kopf nach oben. Ausatmen, bring die Hände vor dir zur Stirn, vor den Mund, vor dein Herz. Nochmal einatmen über die Seite, die Arme öffnen. Eine so ganz große Umarmung nach oben und ausatmen, trag diese Umarmung, diese Qualität zum Herzen zurück. Und dann bleib hier einen Moment. Wenn du magst, kannst gerne diesen inneren Blick auch Richtung Herz senken. Und dir mal bewusst machen, dass eine Zeit für dich auf dich wartet. Dass du dir Zeit für dich selbst schenkst in dieser Praxis. Und vielleicht gibt es eine Intention, die du dir schenken möchtest. Etwas, das du mit dieser Yoga-Praxis bekommen möchtest. Oder eine Qualität, die dich durch diese Stunde führt. Vielleicht ist es einfach nur die Lust auf die Yoga-Praxis oder die Freude, Zeit für dich zu genießen. Vielleicht hast du was Konkretes für den Körper oder Geist. Dann nimm das auf, mach es dir bewusst. Vielleicht gibt es da auch ein Wort, das dich durch diese Yogastunde tragen kann. Ein Wort, das dir vor Augen führt, warum du diese Praxis für dich schenkst. Lass dich davon durch diese Stunde begleiten. Und dann öffne langsam die Augen. Noch einmal Namaste, willkommen. Möchten wir dir gleich im Sitz weitermachen? Bitte dich, die Arme wieder zur Seite und nach oben auszubreiten. Verschränke die Finger, wende die Handinnenflächen nach oben und jetzt räkel dich hoch. Rechts und links und rechts und links. Lass dein Becken schwer werden. Atme dich hoch, atme ein, atme aus. Bring die Arme über die Seite, ungefähr auf Höhe deines Herzens nach vorn. Handflächen zeigen nach oben. Handkanten berühren sich. Atme ein, auf dieser Ebene die Arme nach hinten führen, ganz weit zurückführen. Atme aus, wieder nach vorn, vor deinen Körper zueinander bringen. Einatmend, die Arme über die Seite hoch, die Finger verschränken, streck die Handflächen ganz hoch. Atme aus, bring die Hände über die Seite zurück. Nächste Runde, einatmend über die Seite, die Arme nach oben, Finger verschränken, streck dich groß nach oben, Becken bleibt schwer. Ausatmen, die Hände vor der Höhe deines Herzens nach vorn bringen. Einatmen, auf dieser Höhe nach hinten, die Arme zurückführen. Ausatmen, wieder nach vorn, Handkanten zueinander. Ein, über die Seite, die Arme nach oben, Finger verschränken, hochstrecken und ausatmen, über die Seite, die Arme senken. Einatmen, über die Seite hoch, wir machen das ein paar Mal jetzt, streck dich nach oben, spür die Länge im Körper, atme aus, bring die Hände vor dir zusammen, lass den Rücken rund werden, roll dich ein, einatmen, richte dich auf, heb dein Brustbein für die Arme zurück, atme aus, den Rücken wieder runden, ganz einrollen, einatmen, Arme über die Seite nach oben, Finger verschränken, streck dich, räkel dich, atme aus, bring über die Seite die Arme zurück. Nächste Runde. Einatmen, streck dich hoch. Wachs in die Welt, streck dich zum Himmel hoch. Atme aus, bring die Hände nach vorne, den Rücken rund. Kreier Weite im Rücken. Einatmen, kreier die Weite vorn am Brustbein, streck es hoch, Arme zurück. Ausatmen, wieder den Rücken weiten. Runde dich, roll dich ein. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Hochreckeln, aus über die Arme, über die Seite nach unten. Noch zwei Runden. Einatmen, strecken, aus, einrollen, Arme nach vorn, ein, Arme nach hinten, atme Richtung Brustbein hoch, aus, den Rücken aufplustern, Arme nach vorn, ein, die Flanken strecken, ausatmen, die Arme über die Seite senken. Letzte Runde, tief ein. Tief aus, tief ein, tief aus, tief einatmen, strecken, tief aus, die Arme senken, einatmen, die Arme über die Seite hoch,
Jetzt eine Drehung nach rechts, atme aus, dreh dich nach rechts. Rechte Hand hinter dir aufstützen, linke Hand in eine gute Position, vielleicht an die Außenseite des rechten Beines. Mit der nächsten Einatmung schraub dich nach rechts hoch. Atme aus, entspann dich in die Drehung, lehn die rechte Schulter zurück. Ja, vielleicht geht der Blick über die rechte Schulter nach hinten. Jetzt nimm deine Mitte wahr, also mit der Mitte meine ich im Wesentlichen immer den Bauchcontainer, also Bauchdecke, unterer Rücken, untere Flanken, von unten den Beckenboden, das Becken insgesamt und von oben ist die Abgrenzung das Zwerchfell, das ist der sogenannte Bauchcontainer. Und von hier beginnt diese Drehung nach rechts hoch. Also kannst du dir vorstellen, von der linken Hüfte geht wie ein Gummiband zur rechten Schulter, von links unten nach rechts oben. Über die Bauchdecke quer hoch zur rechten Schulter. Probier mit kleinen Bewegungen dieses imaginäre Gummiband so ein bisschen zu dehnen, so elastisch zu dehnen. Atme. Und dann dreh dich zurück, atme ein, streck die Arme nach oben, atme aus, dreh dich nach links. Ja, lass das Becken schwer geerdet. Und jetzt visualisier dieses imaginäre Gummiband von der rechten Hüfte über die Bauchdecke diagonal hoch zur linken Schulter. Ja, wenn du einatmest, dann schraub dich nach links hoch. Wenn du ausatmest, entspann dich in die Drehung, lehn die linke Schulter zurück. Lass gerne noch den Blick über die linke Schulter schweifen. Atmen. Vielleicht ist das im Bauchbereich, vielleicht in der linken Flanke die Atmung. Dann dieses Gummiband von rechts unten nach links oben, beginnt das mit so kleinen Federbewegungen elastisch zu ziehen. Ja, das sind so diese kleinen Federbewegungen, die für das Bindegewebe sehr interessant sind. Dazu zählen beispielsweise die Sehnenbereich, also die Übergänge der Muskeln an die Knochen. Dazu zählen auch insgesamt die Faszienstrukturen, also dieses innere Netzwerk, das dem Körper innere Stabilität gibt und die Organe hält und den Körper miteinander verwebt. Und diese Elastizität sorgt für die Spannkraft des Körpers. Ja, dann einatmen, wieder zurückschrauben, die Arme nach oben. Ausatmen, eine Seitbeuge nach rechts. Rechte Hand neben dir aufstützen, lehn dich nach rechts. Jetzt visualisiere dieses Gummiband in der linken Seite, von der linken Hüfte, über die linke Flanke zur linken Schulter, mit den Armen in die Fingerspitzen und probiere mit kleinen Bewegungen dieses Band auch hier elastisch zu ziehen. Lass die linke Hüfte gut geerdet dabei. Und jetzt lade die Atmung in die linke Seite ein. Atme da ganz bewusst hin. In diesen inneren Raum. Lass ihn atmen. Und jetzt bleib in der Seitbeuge, aber verbring dich nach links hoch. Schraub dich nach links auf. Heb dein Brustbein, heb dein Herz nach oben. Streck den linken Arm schräg nach hinten aus, gerne mit dem Blick folgen, einatmen, ausatmen, fädel den Arm unter der rechten Achsel hindurch, nach rechts einrollen, einatmen, nach links aufdrehen, kreier Weite und Größe im Körper, ausatmen, schraub dich nach rechts ein, Rücken rund, richtig einrollen, einatmen, nach links aufschrauben, ausatmen, nach rechts einrollen. Noch eine Runde, einatmen, nach links aufschrauben, ganz viel Größe schenken, die Welt umarmen, ausatmen, einmal zu dir zurückkehren, einfädeln, einatmen, streck beide Arme nach oben hoch, reckel rechts und links hoch, vielleicht gibt es den Unterschied schon, ausatmen, nach links, nein, jetzt bleibt die rechte Hüfte schwer. Und jetzt hast du wieder diese Visualisierung von der rechten Seite, dieses imaginäre Band von der Hüfte durch die rechte Flanke hindurch, durch die Schulter, den Arm, die Hand bis in die Fingerspitzen. Und probier mit diesem Band ein bisschen zu spielen. Ja, so für eine elastische Bewegungen, Federbewegung. Ja, und dieses
dieses Gewebe, also das gesamte Bindegewebe des Körpers, das freut sich über diese Federbewegungen, über Spannkraft, über Elastizität. Und genau das ist das, was du dir hier schenkst. Und dann lade die Atmung in die rechte Seite ein. Genieß den Raum, der geatmet wird. Und dann bleib in der Seitbeuge nach links, aber schraub dich jetzt nach rechts hoch. Breite den Arm über die rechte Seite nach hinten aus. Folg gern mit dem Blick. Atme tief ein, kreier Raum zu wachsen. Atme aus, fädel den Arm unter der linken Achsel hindurch. Roll dich ein, Blick gerne folgen. Einatmen, nach rechts aufdrehen. Ausatmen, nach links einschrauben. Ja, mal einatmen, nach rechts aufdrehen. Beginn zu wachsen, die Welt zu umarmen. Ausatmen, nach rechts, nach links einrollen. Noch ein letztes Mal einatmen, nach rechts aufschrauben. Ganz groß werden, richtig ausstrecken. Ausatmen, nach links einschrauben. Einatmen, streck dich wieder nach oben. Beide Arme hochreikeln. Und ausatmen, komm zurück. Und wechsel von hier, stell die Füße auf, setz dich, wenn du auf einer Unterlage bist, bitte von der Unterlage weg. Beginne ein bisschen mehr in die Kraft der Mitte des Körpers, nähren also das eigene Zentrum. Stütz dich mit den Händen hinter dir bitte auf, lass die Schultern zurückgleiten, erheb dein Brustbein nach oben. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann heb dein Brustbein ein zweites Mal hoch. Wenn du ausatmest, dann saug den Bauchnabel nach innen und stell dir vor, das ist wie ein Reißverschluss einer Hose, die du im Ausatmen schließt. Einatmen, hier zubleiben, angespannt und kraftvoll bleiben, aber Brustbein heben. Ausatmen, einmal den Reißverschluss zuziehen, also den Abstand zwischen Schambein und Bauchnabel verknappen. Einatmen, die Beine heben und ausatmen, die Mitte des Körpers tonisieren. Bleib hier oder wenn du mehr möchtest, dann bring die Arme nach vorn und atme. Wieder einatmend nach vorn hoch, das Brustbein weiten, ausatmend die Mitte nähren, Bauchnabel nach innen und den Reißverschluss der Hose zumachen. Ja, so denk immer an die Kraft, die du zur Mitte deines Körpers ziehst. Und das immer mit dem Ausatmen. Ja, wie etwas, das du verdichtest, Energie, Kraft, Stärke, das du mit dem Ausatmen komprimierst in der Mitte deines Körpers. Noch einmal einatmen, Brustbein heben, ausatmen, Füße aufstellen, umarm die Schienbeine. Und tief durchatmen. Und eine zweite Runde, lehn dich etwas zurück. Du kannst gerne von hier schon die Arme vorn lassen. Dann wieder ausatmen, diese Mitte stabilisieren und nähren, einatmen, die Beine etwas anheben, Unterschenkel mindestens parallel oder vielleicht ein rechter Winkel, wobei das sehr kompakt wäre. Wenn du also mehr möchtest, dann schieb die Füße weiter weg, dann wird aber auch der Hebel länger, den die Mitte des Körpers jetzt hält. Atme und erinnere dich wieder daran mit dem Ausatmen, etwas, das dich hier unterstützt, Kraft, Energie, Wille, Mut, Lust, in die Mitte des Körpers zu verdichten. Und von dort schieb die Füße weiter weg. Wenn du Lust hast, schieb die Fersen von dir weg, streck die Beine, heb nochmal dein Brustbein an, ohne diese Kraft und Zentrierung der Mitte zu verlieren. Wir sind im Boot, in Navasana. Atme. Ein letztes Mal tief einatmen und ausatmen. Füße aufstellen, Schienbein umarmen. Und lass den Rücken atmen. Ja, nochmal, richte dich auf, lehn dich ein bisschen zurück, heb die Unterschenkel an, braucht nicht unbedingt parallel jetzt zu sein. Bring die Arme nach vorn und jetzt alle Arme nach links. Oberkörper tritt mit nach links, verlehne ich die Mitte deines Körpers, während die Beine als Paket ein Stück nach rechts sinken. Ja, die Knie zeigen nach rechts, während die Arme nach links zeigen. Wir verbringen von der Mitte des Körpers uns in dieser Haltung. Atme dich hierhin.
Definier die Ausatmung wieder als Nahrungsquelle für deinen Körper, für seine Mitte. Einatmen, bring alles zur Mitte zurück. Ausatmen, Knie nach links, Arme nach rechts. Atmen, vielleicht Profis würden an dieser Stelle auch ein bisschen lächeln und das Gesicht entspannen. Einmal tief einatmen, tief ausatmen. Einatmen wieder zur Mitte, ausatmen, Füße aufstellen, Schienbein umarmen. Tief durchatmen. Dann roll dich wirbelweise hinter dir zum Boden. Schau, dass der Platz hinter dir ist. Roll dich langsam zur Erde. Leg die Arme nach hinten ab, hinter dem Kopf. Hast den linken Fuß aufgestellt. Leg das rechte Bein zur Erde und schieb die rechte Ferse weit weg. Greif gleichzeitig mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk. Und jetzt beginn aus der Mitte deines Körpers die gesamte rechte Seite zu strecken. Zieh das Handgelenk sanft nach hinten und schieb die Ferse von dir weg. Atme ein, zieh dich rechts lang. Atme aus, entspann dich in diese Größe. Einatmen, strecken, Raum zum Wachsen finden. Ausatmen, entspannen. Nochmal einatmen, streck dich ganz lang, ganz groß in der rechten Seite. Atme aus, entspann dich. Wechsel. Rechten Fuß aufstellen, linken ablegen, linke Ferse wegschieben. Rechte Hand umarmt das linke Handgelenk. Jetzt die linke Seite im Einatmen strecken. Schenke ihr Größe, Raum und Weite. Atme aus, entspann dich in diese Größe. Einatmen, Handgelenk nach hinten ziehen, Ferse wegschieben, linke Seite strecken. Ausatmen, entspannen. Nochmal, einatmen, ganz groß wachsen. Richtig groß. Ausatmen, entspannen. Gut, stell beide Füße auf, verschränkt die Finger, wende die Handinnenflächen nach hinten, atme ein, schieb dich zurück, den Scheitel lang nach hinten, die Arme, Handflächen nach hinten, atme aus, entspann dich in beiden Seiten des Körpers. Einatmen, streck sie, rechte und linke Flanke gleichmäßig strecken, ausatmen, entspannen. Nochmal, einatmen aus der Länge der Flanken, schieb dich nach hinten, Scheitel, Handflächen zurückschieben, atme aus, entspann dich, bring die Arme zurück nach vorn Richtung Becken. Einatmen, Füße aufstellen, Becken langsam hochrollen, Rücken Wirbel für Wirbel hochheben. Atme aus, leg dich vom Schulterbereich durch den Rücken Richtung Becken wieder ab. Einatmen, vom Becken den Rücken nach oben rollen Richtung Schultern. Heb dein Brustband am Ende hoch. Atme aus, entspann dich zurück nach unten. Nochmal einatmend, den Rücken hochrollen bis vor Richtung Schultern. Brustbein am Ende hochheben. Atme aus, leg dich vom Schulterbereich mit langem Rücken Richtung Fersen ab. Einatmen, nimm die Arme mit, mach einen Bogen mit den Armen nach hinten, während der Rücken sich hebt. Atme aus, führ alles zurück nach vorn. Leg Arme und Rücken ab. Einatmend, die Arme heben, mach einen großen Bogen nach hinten, während der Rücken sich Wirbel für Wirbel hebt und das Brustbein sich hebt. Atme aus, komm wieder zurück nach vorn. Einatmen, den Rücken nach oben, die Arme weit nach hinten. Und hier in der Fülle der Einatmung mach eine kurze Pause. Und dann atme aus, roll dich langsam in Ruhe zurück. In der Ausatemleere, zieh die Knie ran, roll dich ein, wenn du magst, die Stirn Richtung Knie. Einatmen, Füße aufsetzen, Arme nach hinten, Rücken nach oben. In der Fülle, in der Weite der Einbong eine Pause. Ausatmen, leg dich wieder zurück. In der Atemleere der Ausatmung einmal umarmen. Knie ranziehen, einatmen, wieder Füße aufsetzen. Mach das in deinem Fluss weiter. Bis zur Pause in der Atemfülle, da beginnt die Ausatmung. Leg dich zurück in der Pause der Atemleere, diese wunderbare Umarmung. Noch zwei Runden.
Wenn du am Ende der zweiten Runde angekommen bist, dann verweile einen Augenblick. Beobachte, wohin die Atmung jetzt strömt. Und vertief sie dort in diesen Räumen, die sie jetzt findet. Beginne noch einmal diese dynamische Schulterbrücke, Tvipada Pitam. Mit dem nächsten Einatmen roll den Rücken nach oben, führ die Arme weit nach hinten, lass den Rücken oben und bring im Ausatmen nur die Arme nach vorn. Leg sie lang wieder zur Erde ab. Jetzt ist der Rücken gehoben. Das kannst du gerne nochmal einrichten. Wir sind in der Schulterbrücke, Setu Bandhasana. Zum einen beispielsweise die Fersen weiter ranziehen oder weiter wegbringen, so dass es für dich ein stimmiges Gesamtbild vom Gefühl ergibt. Zum anderen kannst du entweder die Arme anwinkeln, dann mal kurz die Unterarme nach unten drücken und die Schulterblätter zusammenschieben. Oder du legst die Arme lang ab und machst noch eine Faust unter dem Körper. Wenn du die Faust machst, dann dreh die Arme auswärts, sodass die Schulterblätter auch hier nochmal unter dem Rücken zueinander schieben. Ja, da ist Kraft. An der gesamten Rückseite deines Körpers ist Kraft. Im Rückenbereich, Gesäßmuskeln, Oberschenkelrückseite, alles ist stark. Und im Gegensatz dazu dehnt sich die Vorderseite. Ja, die Oberschenkelvorderseite dehnt sich, Bauchdecke dehnt sich, der Brustkorb weitet sich. Schick die Atmung in den Raum des Brustkorbs. Ja, und drück gleichzeitig die Füße gut nach unten. Dann bekommt dein Becken einen guten Auftrieb nach oben. Ja, je mehr du mit dem Boden verwurzelt bist und mit Kraft nach unten drückst in die Erde, desto leichter fällt es dir, nach oben zu wachsen. Atme dein Brustbein hoch. Wir gehen über in die einbeinige Schulterbrücke. Ekapada Pada Setu Bandhasana. Bring Gewicht auf den linken Fuß, schieb den in die Erde, drück nach unten, zieh dein rechtes Knie heran und schieb die rechte Ferse hoch. Und stell dir vor, dass du auch mit dem rechten Fuß was wegdrückst, nicht nur mit dem linken, auch mit dem rechten. Schieb den rechten Fuß hoch, zieh die rechte Hüfte hoch, atme und komme dem Fuß zurück. Aber tief durchatmen, beide Füße drücken in den Boden. Jetzt wechsel nach rechts, rechten Fuß schiebst du nach unten in den Boden. Linkes Knie ranziehen, jetzt mit der linken Fußsohle etwas hochschieben Richtung Decke. Stell dir vor, du machst einen Abdruck mit dem Fuß in die Decke nach oben und einen Abdruck mit dem rechten Fuß in den Boden nach unten. Zieh die linke Hüfte hoch, atme, spür die Kraft, die Anspannung, die Atmung. Und komm wieder zurück mit dem Fuß. Tief durchatmen. Und breite die Arme in die Breite der Matte aus. Zieh die Schulterblätter breit nach außen und roll dich wirbelweise wieder zurück zur Erde. Und wenn du gelandet bist, dann spür nach. Wie fühlt sich jetzt dein Körper an? Wie fühlt sich Entspannung an, wenn sie eintritt? Wenn die Anstrengung aus den Muskeln herausströmt, die Entspannung Raum bekommt. Und wie fühlt sich das auch nicht nur in den Muskeln und im Körper, sondern auch in der Atmung an? Lass sie tiefer werden, tiefer und genüsslicher. Und wie geht's dir nach dieser Aktivität? Wie fühlst du dich? Nun nimmst du beide Knie zu dir ran. Eine wunderschöne kleine Umarmung hier in Apanasana. Wenn du die Ellenbogen etwas nach außen drehst, dann kannst du locker nach rechts und links schaukeln, ohne gleich umzufallen zur Seite.
und dir sehr schöne, wohltuende Massagebewegungen für den gesamten Rücken schenken. Manchmal gibt es so eine Stelle, da weißt du, dass Massagen da jetzt gut tun. Und das kannst du steuern, diesen Bereich. Also wenn du die Knie weiter ranziehst, dann rollt dieser Bodenkontakt und die Massage weiter Richtung Brustwirbelsäule. Wenn du die Knie ein Stück wegschiebst, dann rollst du mehr Richtung Beckenbereich, das Kreuzbein, Kreuzbeinplatte, unterer Rücken. Gut, dann hol Schwung, komm nach oben und zum Vierfüßler. Und hier möchte ich mit dir weitermachen im Vierfüßler. Die Füße kannst du gerne ablegen, Knie unter die Hüftgelenke, die Hände unter die Schultergelenke oder wenn es für die Handgelenke entspannter sein kann, dann etwas vor die Schultergelenke setzen. Fächle die Finger auf und beginn mit den Schultern zu kreisen. Das ist gar nicht so einfach hier im Vierfüßler. Aber probier sie zu kreisen, egal ob vor oder zurück. Oder vor und zurück mal abwechselnd. Gut, und jetzt tauch in den Schulterbereich nach unten ein, sodass in der Rückseite die Schulterblätter zueinander schieben. Wenn du da jetzt ein T-Shirt hast, dann stell dir vor, du hältst dieses T-Shirt oder diesen Stoff zwischen den Schulterblättern fest. Jetzt schieb die Hände nach unten, drück dich weg vom Boden, drück dich aus dem Schulterbereich nach oben und dann dehnt sich dieser Stoff zwischen den Schulterblättern auf. Mach das jetzt ein paar Mal. Also einfach nach unten sinken, Schulterblätter schieben zusammen, sie adduzieren und dann schieb dich zwischen ihnen nach oben raus und zieh die Schulterblätter zu den Flanken, sie abduzieren. Und das noch ein paar Mal. Ja, beobachte einfach, dass du das jetzt nicht aus dem unteren oder dem Rücken insgesamt machst, sondern wirklich nur im Bereich der Schulterpartie dich bewegst. Okay, dann komm wieder an den Vierfüßler, also nicht ganz in den Schulterbereich einsinken, auch nicht ganz rausschieben, eher so eine gute Mitte finden, den rechten Fuß aufstellen, nach hinten schieben, dann wird dein Bein lang. Und jetzt zieh die Mitte des Körpers in die Kraft, den Bauchnabel nach innen, den Beckenboden schließen und aus dieser Kraft schiebst du auch den linken Fuß mit nach hinten. Wir sind im hohen Liegestütz, Shatudasana. Nochmal bitte mit den Schultern kreisen. Oder zumindest nach unten eintauchen und zwischen den Schulterblättern hochschieben. Und dann schieb dich in einen abwärts schauenden Hund, beug die Knie, verlängere den Rücken, schieb dein Becken ganz hoch, drück die Hände nach unten. Und wenn der Rücken ganz lang ist, die Flanken hochgestreckt sind, da die Hüftgelenke wegschieben nach hinten raus, das führt dazu, dass du dann langsam die Beine strecken kannst, soweit es dir gut möglich ist. Nochmal die Knie beugen, Hüftgelenke weit nach hinten wegschieben, nach oben rausdrücken, die Hände nach unten in den Boden schieben und langsam die Beine etwas mehr verlängern, die Fersen senken. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, schieb dich zurück zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, komm nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, komm nach vorn, auch gerne gerollt im Rücken. Ausatmen, mit langem Rücken zurückschieben zum Hund. Letztes Mal einatmen, nach vorn rollen, bis in den hohen Liegestütz. Ausatmen, senkt die Knie zur Erde, legt dein Brustbein und den Herzraum behutsam ab am Boden und dann lass dein Becken ausgleiten. Leg die Füße ab, mach die Beine lang. Roll dein Becken einwärts, schließ sanft den Beckenboden und versetz die Hände etwas nach hinten an den Raum der unteren Rippen. Und jetzt beginn dich etwas zu räkeln oder zu schlängeln. Gut, auch gern mal sanft in die Kobra, in diese Rückbeuge hochräkeln. Und dann komm wieder tiefer. Nochmal einatmen, räkel dich hoch.
Rechts, links, nach oben reckeln, ausatmen, wieder absenken. Letztes Mal einatmen, hochreckeln. Ausatmen, wieder etwas tiefer ablegen. Versetz die Hände bitte nach außen an die Yogamatte. Komm auf die Fingerkuppen. Einatmen, reikel dich hoch. Fühlt sich manchmal ein bisschen anders an. Ausatmen, senk dich tiefer. Jetzt schraub dich nach rechts hoch. Rechte Hand drückt über die Fingerkuppen in den Boden. Verbring dich nach rechts hoch. Blick über die rechte Schulter. Ausatmen, komm wieder zur Mitte nach unten. Einatmen, linke Hand in den Boden drücken. Schraub dich nach links hoch. Ausatmen, senk dich zur Mitte, wieder nach unten ab. Nochmal beide Seiten, einatmen, nach rechts aufschrauben. Ausatmen, zur Mitte, wieder ablegen. Einatmen, nach links aufschrauben. Kannst du sicherlich gut spüren, wie der Rücken sich verringt und verschraubt. Ausatmend, leg dich zur Mitte ab. Die Hände wieder an den unteren Rippenbereich absetzen. Hände flach, einatmen, Schultern zurück. Kobra, der aufwärtsstrebende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, wandern mit den Füßen vor Richtung Hände. Ausatmen, entspann dich in eine sanfte Vorbeuge. Lass die Knie gebeugt. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ardha Uttanasana, streck den Rücken nach vorn, zieh den Brustkorb nach vorn weg. Atme aus, entspann dich ganz weich und sanft nach unten. Jetzt stütz die Hände auf die Oberschenkel, komm in eine Hocke. Und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf zum Stehen. Lass die Schultern zurückgleiten, streb nach oben. Atme durch. Einatmen, bring die Arme über die Seite nach oben, Hände über dem Kopf zueinander. Ausatmen, über die Seite wieder die Arme öffnen. Eine Vorbeuge. Uttanasana, die Knie leicht gebeugt. Einatmen, halbe Vorbeuge. Streck den Rücken nach vorn, zieh den Brustkorb vor. Atme aus, entspann dich in die Vorbeuge. Dann ein Verneigen vor dir selbst. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Arme über die Seite nach oben bringen. Ausatmen, Hände über die Seite, zurück nach unten. Einatmen, über die Seite die Arme öffnen. Räkel dich hoch. Atme aus, verneig dich vor dir in dieser Vorbeuge. Einatmen, streck dich nach vorn. Beginn jetzt auch die Oberschenkelinnenseiten nach hinten wegzuschieben. Jetzt strecken sich die Beine, atme aus, entspann dich in die Vorbeuge. Ein, über die Hocke wieder auftauchen. Arme über die Seite nach oben. Die Welt umarmen und begrüßen. Und ausatmen, jetzt die Hände vor deinem Körper zum Herz senken. Einatmen, Knie etwas beugen, doch mit den Fingerkuppen zu den Knien. Über vorn nach oben wieder aufrichten. Ausatmen in die Vorbeuge, in diese Verneigung vor dir, auch vor der Erde, die dich trägt. Einatmen, halbe Vorbeuge, Oberschenkel, Innenseiten schieben zurück, Brustbein zieht nach vorn, ausatmen die ganze Vorbeuge. Ein, über die Hocke wieder auftauchen, über die Seite die Arme nach oben. Ausatmen, die Hände vor dir zum Raum des Herzens. Einatmen, Knie etwas beugen. Befördern, nach oben strecken, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmend, dieses Verneigen vor dir selbst. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Verlänger die Flanken, verlänger die Beininnen- und Rückseiten. Atme aus, die Vorbeuge. Jetzt den rechten Fuß im Einatmen weit nach hinten aufsetzen. Ganz langsam, ganz weit, Becken tief, Blick nach vorn. Atme aus, setz den linken Fuß nach hinten, komm zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, die Knie sanft senken, Pferderücken, der Blick nach vorn. Atme aus zum Kind, diese wunderbare Nähe zur Erde. Einatmen, von dort aufrichten, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, komm hoch zum abwärts schauenden Hund, schieb deine Hüfte nach hinten raus, senk die Fersen. Einatmen, roll dich nach vorn, hoher Liegestütz, zwischen den Schultern hochdrücken. Atme aus, komm in die Bauchlage, senk Knie, Brustbein und Herz zur Erde. Einatmen, räkel dich hoch in die Kobra oder den aufwärtsstrebenden und ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn. Gerne mal kurz die rechte Hand lösen, kann der Fuß weiter vor. Blick nach vorn, atme aus, setz den linken Fuß nach vorne. Blick Richtung Oberschenkel oder Becken.
Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich nach oben in die Welt. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben kommen. Ausatmen, die Vorbeuge. Dieses Verneigen vor dir. Einatmen, halbe Vorbeuge, heb den Raum des Herzens an. Atme aus, schmelz mit ihm Richtung Erde. Einatmen links, weit nach hinten, Becken tief, Blick nach vorn. Atme aus, setz rechts nach hinten zum Hund, Blick Richtung Oberschenkel, Becken oder zum Mitte des Körpers, zur Mitte des Körpers, zum Bauch. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, schwing dich zum abwärtsschauenden Hund hoch. Hüfte wegschieben, Fersen senken, Hände nach unten drücken, Blick Richtung Bauchdecke oder Oberschenkel. Atmen, hoher Liegestütz, Blick schräg nach vorn, ausatmen, in die Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärtsschauender Hund, Blick nach vorn oder schräg hoch. Ausatmen, abwärtsschauender Hund, Blick wieder Richtung Bauchnabel oder Becken oder Oberschenkel. Einatmen, linker Fuß nach vorn, Blick nach vorn, Becken tief. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge, Blick wieder Richtung Oberschenkel. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich nach oben. Atme aus, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie beugen. Über vorn nach oben, eine kleine Rückbeuge. Ausatmen, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, rechts nach hinten. Blick nach vorn, Becken tief, ausatmen, rechts nach hinten, der Hund, Blick Richtung Oberschenkel, Becken oder Bauchdecke. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, Blick nach vorn, ausatmen, das Kind. Einatmen, Katzenbuckel, Blick Richtung Oberschenkel, Becken oder Bauchdecke. Pferderücken, Blick nach vorn, ausatmen, abwärtsschauender Hund, wieder Blick zurück. Einatmen, hoher Liegestütz, Blick schräg nach vorn, ausatmen, Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärtsschauender Hund. Ausatmen, abwärtsschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Ein über die Hocke auftauchen, streck dich nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, vorn nach oben. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, links nach hinten. Ausatmen, rechts nach hinten zum Hund. Einatmen, Katze und Pferd. Ausatmen zum Kind. Einatmen über Katze und Pferd. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz und Bauchlage. Einatmen, Kobra, der aufwärtsschauende Hund. Ausatmen, abwärtsschauender Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn. Einatmen, halbe Vorbeuge. Schieb die Oberschenkel zurück, zieh das Brustbein und den Herzraum nach vorn. Atme aus, schmelz mit dem Herzraum nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich ganz weit nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Dann zur Seite deines Körpers. Gut. Immer tief durchatmen, bitte. Jetzt bring die Aufmerksamkeit zu den Füßen. Stell die Füße so auf, dass die Beine parallel verlaufen zueinander. Also Hüftgelenk breit. Und dann komm auf die Zehenballen nach vorn, heb die Fersen hoch und komm zurück auf die Fersen. Vielleicht ganz nach hinten auf die Fersen, sodass die Zehenballen sich mal heben. Ja, mach das weiter. Nach vorne hoch, nach hinten runter. Einfach ein paar Mal weitermachen. Ja, die aktivieren jetzt die Füße, bringen da die Aufmerksamkeit hin, mobilisieren die Sprunggelenke. Mach das nochmal bitte und senk beim letzten Mal die Fersen wirklich langsam und mit Bedacht zur Erde zurück.
Gut, dann roll auf die Außenkanten der Füße und auf die Innenseite. Ja, das ist die zweite Bewegungsrichtung, die die Sprunggelenke machen können. Die Eversion und Inversion. Wenn du diese Bewegung machst, dann spürst du, dass sie durch die Beine hindurch bis in die Hüftgelenke sich fortsetzt. Ja, das ist immer so ein schönes Zeichen, dass wir nicht nur einzelne isolierte Bereiche des Körpers im Yoga bearbeiten, sondern das gesamte körperliche System mitarbeitet in der Yoga-Praxis. Ja, wir haben zwar einen Schwerpunkt in bestimmten Bereichen und Stellen, aber trotzdem ist der gesamte Körper im Yoga beteiligt. So, jetzt such dir eine Mitte aus, in der du auf den Außenfüßen Kontakt zum Boden hast, aber auch auf den Innenseiten der Füße. Heb dann die Zehen nach oben, spreiz sie auseinander, manchmal machen die Hände mit, auch das ist dieses System, das der Körper einheitlich mitmacht. Und dann senk die Zehen langsam zurück, leg sie aufgefächert ab. Nochmal die Zehen nach oben ziehen, Finger spreizen, wenn du magst. Und dann die Zehen weit aufgefächert, lang und sanft ablegen und die Finger entspannen. Gut, verlage etwas mehr Gewicht auf den linken Fuß. Wir gehen jetzt nach dieser Vorbereitung in Vrikshasana, in die Gleichgewichtsbalance des Baumes. Erde und verwurzel den linken Fuß. Und das braucht auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, Fokus und Vertrauen. Dann winkel dein rechtes Knie, sodass die Ferse sich löst von der Erde. Dreh das rechte Bein auswärts, das Knie zeigt nach rechts. Und jetzt kommt es ganz drauf an, wo du heute sein möchtest. Oder was dich als Qualität durch diese Stunde hindurch trägt. Wenn es was Sanftes ist, dann senk die Innenferse und den Innenknöchel zueinander. Und wenn es eher die Aktivität oder die Kraft oder was anderes ist oder du mehr möchtest, dann zieh einfach den Fuß in der Innenseite des linken Beins höher, unterhalb oder oberhalb des Knies. Und manche von uns, die sehr mobil in der Hüfte sind, können auch den Fuß an die Vorderseite des linken Oberschenkels justieren, die Fußfläche nach oben zeigen lassen. Das ist immer das, was du jetzt magst. So, und einmal den linken Fuß wahrnehmen, die Zehen entspannt und nicht gekrallt zum Boden bringen. Drück von der Mitte deines Körpers und von der linken Hüfte das Bein nach unten, drück dich nach unten. Wenn du das machst, spürst du, dass die rechte Hüfte nach oben kommt und das wiederum zieht das linke Hüftgelenk in die Pfanne, also in den Körper nach innen, in die Hüftpfanne. Ja. Oder anders gesagt, wenn du die rechte Seite jetzt nach unten kollabieren lässt, dann hängst du einfach in den Bandstrukturen des linken Hüftgelenks. Um das zu vermeiden, ziehst du die rechte Hüfte hoch, dann zieht der Oberschenkelkopf links nach innen in die Pfanne und du hängst nicht so in den Bändern des Körpers. Gut, die Mitte stabilisieren, den Beckenboden von unten sanft schließen, dann den Bauchnabel etwas nach innen in die Mitte des Bauchcontainers integrieren, sodass der Abstand zwischen unterem Rücken und Bauchnabel sich ein wenig komprimiert. Und von diesem Halt nochmal links nach unten drücken, verwurzeln und jetzt räkel die Flanken nach oben. Breite die Arme aus oder heb sie nach oben über den Kopf. Ich finde deine Variante von Vrikshasana und atme dich in diese Haltung. Denk die Ausatmung nach unten, um dich mit Kraft und Stabilität zu verwurzeln. Denk die Einatmung nach oben, um lebendig zu werden, aus der Erde in die Welt zu wachsen. Und einmal tief durchatmen. Und dann bring die Arme wieder zur Seite. Greif dir jetzt dein rechtes Knie, zieh es zu dir ran. Links drückst du immer noch nach unten, rechtes Knie ziehst du ran. Vielleicht ist es ein kleiner Moment, um mal so ganz dankbar dem rechten Knie zu sein. Ja, also ganz langsam bring das rechte Knie zum Oberkörper und probier dem Knie ein kleines Küsschen zu geben. Ein kleines Danke, dass es dich durch die Welt trägt. Richte dich wieder auf und setz den rechten Fuß ab.
Wunderbar. Spür nach. Schließ die Augen, wenn du magst. Und beobachte links und rechts deines Körpers diese so deutlichen Unterschiede. Und dann die zweite Seite. Drück den rechten Fuß nach unten, verlage Gewicht dorthin. Erinnere dich, die Zehen weit aufgefächert, entspannt am Boden zu belassen. Winkel dein linkes Knie, löse die Ferse von der Erde, dreh das linke Bein auswärts, linkes Knie zeigt nach links, zieh die Ferse an den rechten Innenknöchel oder bring den Fuß höher an das Standbein, je nachdem, wo du sein möchtest. Oberhalb oder unterhalb des Knies oder je nachdem auch wieder an die Vorderseite des Oberschenkels. Und wenn du da angekommen bist, dann spür wieder, ja, erinnere dich so daran, dass es nicht nur die Technik ist, die dich hier leitet, sondern auch das Gespür. Zieh die Aufmerksamkeit zu dir, zu diesem Moment. Näher die Mitte deines Körpers, schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel etwas nach innen. Von dort nochmal mit Kraft nach unten schieben, mit dem Gefühl leichter zu werden und zu wachsen, nach oben dich aufzurichten. Einatmend die Arme über die Seite oder bis ganz nach oben hoch und ausatmen, wieder Wurzeln um dich herumschlagen. Ja, die Einatmung ist dieses Impulsgefühl, nach oben zu wachsen. Die Größe, die Welt, die Ausatmung ist das Gefühl, geerdet und verbunden mit den Dingen unter dir, mit der Erde zu sein. Jetzt zieht dein linkes Hüftgelenk nach oben, damit das rechte Hüftgelenk sich in die Pfanne integriert. Atme. Einmal tief einatmen, nach oben wachsen und ausatmen, greif in Ruhe dein linkes Knie. Ziehst du dir ran zum Brustkorb. Die Knie sind die größten Gelenke unseres Körpers und mit jeder Bewegung der Beine beteiligt, tragen dich durch dein Leben. Das ist vielleicht ein kleiner Moment, auch mal dem linken Knie eine dankbare, kleines Wohlgefühl zu schenken. Wenn du magst, ein kleines Küsschen für dein linkes Knie. Und dann richte dich wieder auf, stell den Fuß auf. Schließ gern die Augen zum Nachspüren. Beobachte jetzt rechts und links in deinem Körper. Nimm die Atmung wahr, die dich durchströmt. Und dann öffne die Augen. Und wenn die Füße gut geerdet sind, kann der Oberkörper jetzt ganz locker um die eigene Achse schwingen. Und nimm die Arme mit. Lass sie ganz groß um dich herum fliegen. Jede Drehung, jedes Mal, wenn du dich um deinen Körper herum schraubst, ist es eine Möglichkeit, dich auch nach oben aufzuschrauben, groß zu werden. Ja, dann lass die Pendelbewegung wieder ausklingen. Wenn du nicht mehr am Anfang deiner Yogamatte bist, dann komm bitte dorthin. Bring die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander.
Wenn du einatmest, dann öffne die Arme über die Seite nach oben, lehn dich im Oberkörper ein wenig zurück für die Rückbeuge. Atme aus, fließ in die Vorbeuge nach unten. Atme ein, komm in die halbe Vorbeuge, heb den Raum deines Herzens an. Atme aus, entspann dich in die ganze Vorbeuge nach unten. Und dann bleib hier einen Moment und finde so ganz sanfte kleine Feder- oder Schwingbewegungen mit dem Oberkörper. Du kannst dir auch vorstellen, du schwingst um deine Beine herum. Der Kopf kann nicken, die Arme sind ganz locker. Auch das sind so schöne, wertvolle Gelegenheiten für das Bindegewebe. Jetzt besonders in der Rückseite deines Körpers. In der rückseitigen myofaszialen Struktur, die von den Fußsohlen, Fersen, Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskeln, Rückenmuskeln Richtung Schultern bis zum Scheitel deines Kopfes ziehen. All diese Faszien und Muskelstrukturen werden mobilisiert. Ganz locker schwingen. Und dann in einer Hocke bitte, stütz die Hände auf die Oberschenkel. Oberkörper hebt sich, finde ich hier jetzt Räkelbewegungen, die dir gut tun. Dann bleib in der Hocke. Utkatasana heißt sie im Yoga, die kraftvolle Haltung. Heb die Arme nach oben. Und jetzt stell dir vor, du hast zwischen den Oberschenkeln und Knien und den Füßen Yoga-Blöcke verteilt oder Luftpolster verteilt, die du komprimieren möchtest. Zieh also die Beine etwas aufeinander zu. Ja, das ist viel mehr Kraft, viel mehr Stabilität in den Mittellinien deines Körpers. Beine ziehen aufeinander zu, Arme räkeln hoch, Gesäß kann sich ein bisschen tiefer setzen. Atme, atme ein, streck dich hoch, atme aus, bring die Hände vor dein Herz. Jetzt setz den linken Ellenbogen zwischen die Knie, dreh dich nach rechts und drück mit der rechten Hand von oben in die linke. Dann lehnt sich die rechte Schulter nach hinten an. Wenn du mehr möchtest in der Drehung, dann versetz den linken Ellenbogen außen an das rechte Knie. Wenn es dir so reicht zwischen den Knien, dann bleib dort. Schließ den Beckenboden, zieh den Bauchnabel nach rechts hoch und verbring den Oberkörper nach rechts und atme. Näher mit der Ausatmung die Mitte deines Körpers, indem du den Bauchnabel einsaugst, den Beckenboden schließt und einatmen, streckt beide Arme in der Verlängerung deiner Flanken nach vorn. Atme hier, bring Kraft in die Mitte des Körpers. Im nächsten Einatmen komm hoch in Utkatasana, in die Hocke. Atme aus, die Hände wieder vor den Raum deines Herzens. Jetzt rechten Ellenbogen zwischen die Knie. Linke Hand drückt von oben in die rechte, linke Schulter lehnt zurück. Beckenboden schließt sich, Bauchnabel ziehst du muskulär nach links hoch. Dann ist der gesamte Rumpf stabil und die Brustwirbelsäule kann sich besser drehen. Wenn du mehr hier in der Drehung arbeiten möchtest, dann versetz den Ellenbogen an die Außenseite des linken Knies und drück dort dagegen und atme. Näher mit dem Ausatmen deine Mitte, saug den Bauchnabel ein. Einatmen, streck aus der Kraft der Mitte die Arme von dir weg. Lange Flanken, einatmen, komm in die Hocke, Utkatasana nach oben. Ausatmen, Uttanasana, die Vorbeuge nach unten. Oberschenkel, Innenseiten schieben nach hinten. Einatmen, halbe Vorbeuge. Den Herzraum heben, ausatmen, mit ihm nach unten sinken. Einatmen, rechter Fuß einen großen Schritt zurück, ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen zum Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder du legst dich ab. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, hier dein rechtes Bein nach oben. Ausatmen, senkt die linke Ferse. Einatmen, rechtes Bein nochmal heben, Hüfte aufdrehen, Oberschenkel
und rechtes Bein drehen nach rechts auswärts. Ausatmen, schieb den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, dreht das linke Bein auswärts. Ausatmen, senkt die linke Ferse zum Boden und beugt dein rechtes Knie. Einatmen, richte dich auf. Eine Variante des Helden. Linke Hüfte zeigt nicht ganz nach vorn, eher etwas nach links aufgedreht. Linkes Bein dreht auswärts, streckt sich. Innenseite linke Oberschenkel schiebt zurück. Linkes Bein nicht ganz in der Außenkante parallel zur hinteren Matte, sondern etwas eingedreht. Rechtes Knie deutlich gebeugt. Becken, wie gesagt, nach links geöffnet, aber auch nicht ganz nach links, schräg links vor. Rechte Hüfte, schieb sie zurück in das Becken. Schließ den Beckenboden. Einatmen, reichel den Oberkörper hoch. Brustbein zeigt nach vorn. Ausatmen, lass das Becken insgesamt tiefer sinken. Einatmen, heb die Arme hoch nach oben. Und atme aus, Erde nach unten. Einatmen, nach oben reichel. Aus, nach unten erden. Jetzt hat der untere Rumpf eine Rotation. Hüfte ist ein bisschen nach links geöffnet, Oberkörper zeigt aber nach vorn. Das heißt, der untere Rücken verringt sich. Das hilft ihm, um lebendig zu werden. Also sei lebendig, räkel dich in diesen Asana. Eine kleine Rückbeuge, wenn du das möchtest. Nochmal einatmen, heb dein Brustbein hoch. Atme aus, komm mit den Händen zurück in den Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer oder Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, rechte Ferse senken. Einatmen, linkes Bein auswärts drehen. Linkes Bein heben. Ausatmen, linke Fuß nach vorn. Dreh das rechte Bein auswärts. Rechte Ferse setzt sich nach innen ab. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, linkes Knie beugen. Und rechter Oberschenkel schiebt nach hinten weg. Also rechtes Bein macht wieder eine kleine Innenrotation. Bleib aber mit der Außenferse am Boden und dreht den rechten Fuß ein bisschen einwärts. Immer noch so, dass du die Außenferse gut erden kannst. Ja, Hände an die Hüfte. Oberkörper nach vorn verschrauben. Becken zeigt ein bisschen nach rechts. Das heißt, der Rumpf verwringt sich. Untere Rücken hat eine Drehung. Und das ist wunderbar, um ihn wirklich so geschmeidig und lebendig werden zu lassen. Daher mit der Einatmung nach oben reckeln, die Arme nach oben, in die Größe aufrichten. Ausatmen, nach unten erden. Atme hier weiter. Nochmal einatmen nach oben. Eine kleine Rückbeuge. Lehn den Schultergürtel sanft nach hinten an. Atme aus. Einatmen, zieh dein Brustbein richtig nach oben hoch. Atme aus. Komm langsam zurück. Hände zum Boden. Linke Fuß zurück. Einmal noch der Vinyasa. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer oder Bauchlage. Einatmen nach oben, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Und dann bleib hier einen Moment. Schenk dir Zeit zum Durchatmen und für Bewegungen, die wohltuend sind. Komm zum Vierfüßler. Auch hier weiter räkeln. Jetzt die linke Hand, nutze sie als ein Kissen für die Stirn. Komm auf den linken Unterarm, leg die Stirn auf die linke Hand und streck den rechten Arm weit nach vorn. Und bleib einen Moment, gerne rechte Hand auf die Fingerkuppen, sei also aktiv und gib nicht alle Körperspannung ab. Atme aus und erlaub dem Raum des Herzens, sich der Erde anzuschmiegen. Und dann spür die Dehnung der gesamten rechten Seite. Spür den Rückenbereich, der sich streckt.
kommen zurück in den Vierfüßler hoch. Jetzt die rechte Hand als Kissen für die Stirn, den Unterarm ablegen. Die Stirn auf die Hand ablegen und den linken Arm nach vorn strecken. Vielleicht wieder auf die Finger kuppen, um nicht ganz zu entspannen, sondern noch einen Teil der Aktivität zu bewahren. Und wenn du ausatmest, dann lass hier auch den Raum deines Herzens Richtung Erde sinken. So eine kleine Verbeugung vor der Erde, die dich trägt. Und spür, wie die linke Seite sich streckt, aber auch dieses Gefühl der Länge durch den Rücken hindurchfließt. Komm wieder zurück in den Vierfüßler und zum Kind. Senk das Gesäß Richtung Fersen, lass die Arme vorn, kuschel dich auf die Oberschenkel, kuschel die Stirn Richtung Erde. Wenn es bequemer ist, dann öffne die Knie etwas nach außen. Es ist oft auch viel angenehmer für den Rückenbereich. Und während die Hände vorn bleiben und das Gesäß Richtung Fersen sinkt, bitte ich dich, in eine Seitbeuge zu wandern, das heißt mit beiden Händen nach rechts zu laufen. Vielleicht bleibt die linke Hand noch auf der Yogamatte, vielleicht verlässt sie sie auch zur rechten Seite. Schieb die linke Ferse und Hüfte etwas näher, so Hüfte schiebt Richtung Ferse. Jetzt stell dir dieses Gummiband vor, an der linken Seite, von der linken Hüfte bis in die linken Fingerspitzen. Und das dehnen wir jetzt ganz in Ruhe. Wenn du merkst, dass die linke Seite fest wird, dann bist du zu weit. Dann wandern mit den Händen wieder ein Stück zur Mitte der Matte. Wenn du merkst, dass es im Laufe der Zeit leichter wird, dann wander ein Stück weiter nach rechts mit den Händen oder mit der linken weiter zur rechten. Dann genieß die Weite der linken Seite, nicht nur in dieser physischen Dehnung, die auch jetzt die Faszienplatte des unteren Rückens auf der linken Seite so schön dehnt, genieß das auch als Atemraum. Die linke Seite wird geatmet. Und diese Atembewegungen sind manchmal wie so innere Massagebewegungen für deinen Körper. Und krabbel zurück zur Mitte der Matte. Beobachte links und rechts. Auch im Gefühl des Körpers. Und auch in den Atemräumen. Schieb nochmal das Gesäß Richtung Fersen und dann wander nach links. Beobachte einfach für dich, wie weit es gut tut. Ist die rechte Hand auf der Matte oder verlässt die Matte? Komm einfach da. In dieser Variante an, in der du sein möchtest und dich wohlfühlst. Rechte Hüfte schiebt zurück Richtung Ferse und die gesamte rechte Seite spannt sich auf. Und das sind nicht nur die Dehnungsimpulse für die Faszien, das Bindegewebe und die Muskelstrukturen, auch natürlich für die Gelenke, die sich in der Wirbelsäule in der rechten Seite, diese Facettengelenke jetzt öffnen. Und wunderschöne Atemräume rechts. Und immer wenn du dorthin atmest, dann bewegen sich die Atemräume und das ist wie eine Massage für das umgebende Gewebe. Auch hier die Erinnerung, wenn es jetzt zu sehr in der rechten Seite zieht und fest wird, vielleicht auch im unteren Rücken, dann bist du zu weit, komm ein Stück zurück, mal ist leichter und sanfter.
Und wenn es im Laufe der Zeit möglich ist und du mehr möchtest, weil sich die Muskeln und das Gewebe angepasst haben, dann wander weiter und pass es weiter an. Und dann komm zur Mitte zurück. Wieder nach oben zum Sitzen. Und wechsel bitte zur Rückenlage. Mal die Füße aufstellen, die Arme ausbreiten zur Seite. Und kuschel die Schultern in die Unterlage. Versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts. Lass die Knie nach links sinken. Jetzt kannst du die linke Hand auf die Knie bringen. Oder anderweitig dich bequem einrichten, in deiner Lieblingsdrehhaltung. Versetz den Kopf etwas nach links und roll ihn und wende ihn zur rechten Seite. Rechten Arm gern auch schräg nach hinten. Wenn der rechte Arm und die Schulter in der Luft hängen, dann pulse dir was drunter oder komm mit den Knien, rechten Knien oder beiden Knien ein Stück höher. Dann sinkt automatisch die rechte Schulter Richtung Erde. Wenn sie dort ankommt, dann kann sich die gesamte Muskelstruktur besser entspannen. Natürlich auch so dieser seitliche Brustmuskel, der die Vorderseite der Achsel bildet. Also schenke dir wirklich so dieses Gefühl, die Schulter abzulegen und zu entspannen. Entspann dich in die Haltung. Und nimm die Atmung wahr, wie sie die Atemräume durchströmt. Das können Räume im Bauchbereich sein oder der rechten Flanke. Lass sie dort, wo sie hinfließt, lass sie dort tiefer werden. Gerade nach dieser Yoga-Praxis ist diese Drehhaltung doch sehr, sehr entspannend und schön. Genieß sie noch ein paar Atemzüge. Und dann wechsel langsam zurück zur Mitte. Schenk dir Zeit, die es dafür braucht. Wenn du ankommst, dann setz dein Becken eine halbe Breite nach links, die Knie nach rechts, gern die rechte Hand auf die Knie oder so, dass es dir gut ist. Den Kopf etwas nach rechts versetzen, dann roll ihn nach links. Den linken Arm vielleicht schräg nach hinten. Und wenn auch hier die Schulter sich vom Boden abhebt, dann pulse dir entweder was unter die Schulterstruktur oder Schulterblatt oder komm einfach mit den Knien ein Stück wieder zur Mitte. Dann ist es nicht ganz so intensiv und die Schulter kann sich, wenn sie sich erdet, viel leichter entspannen. Und verweile, genieße. Beobachte auch hier die Atemräume. Ist es wieder die Bauchstruktur, die eigene Mitte oder ist es eher die linke Flanke? Und einfach da, wo es jetzt atmet, atme dort genüsslicher.
komm auch hier in Ruhe zurück zur Mitte. Leg die Beine ab, leg die Arme hinter dir ab und dann streck und räkel dich ganz sanft in die Größe deines Körpers. Rechts und links oder diagonal oder gleichzeitig. Finde deine Größe. Es ist dein Moment. Atme dich. Und dann wird kompakt, umarm deine Knie. Wird ganz nah bei dir ankommen. Schenk dir einen Moment des Umarmens, der Dankbarkeit, des Rückzugs. Wenn du einatmest, dann führ die Knie etwas nach vorn, dann werden die Arme lang. Wenn du ausatmest, dann führ die Knie wieder zu dir zurück, an deinen Körper. Einatmend die Knie etwas nach vorn, ausatmend die Knie zu dir heran. Das ist wie ein großer, ruhiger Blasebalg, geführt von der Atmung. Und wenn du die Atmung freilässt, wenn du also nicht dich bewegst und dazu atmest, sondern wirklich die Atmung fließen lässt, so wie sie kommt und geht, dann merkst du, dass die Bewegung sich anpendelt. Vielleicht wird sie ruhiger. Vielleicht gibt's zwischen den Wendepunkten der Atmung auch eine kleine Pause. Dann lass sie entstehen. Ein ganz kleines Innehalten. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann stell die Füße auf, leg die Arme zur Seite und bleib noch bei der Atmung, wie sie kommt und geht. Die Atmung ist ein sehr, sehr schönes Werkzeug, das dich begleitet auf dem Weg nach innen, auf dem Weg zu dir selbst. Lass deine Atmung fließen. Und das bedeutet, dass sie ihren ureigenen Rhythmus finden kann. Dass du sie nicht von außen lenkst oder kontrollierst. Lass sie einfach gehen und wieder kommen. Beobachte. Beobachte, wie du geatmet wirst.
Wenn du es gemütlicher magst, kannst du dich gern auch lang ablegen, dich zudecken. Mach das mit ganz ruhigen Bewegungen. Lass dir Zeit. Kuschel dich zur Erde. Spür, wie sie dich von unten stützt und trägt. Und dann beobachte, wie du geatmet wirst. Vielleicht gibt es an den Wendepunkten, da wo die Einatmung sich wendet und zur Ausatmung wird, aber auch an dem Wendepunkt, an dem die Ausatmung zur Einatmung sich umkehrt, vielleicht gibt es an diesen Wendepunkten so ein kleines Innehalten, ein ganz, ganz kleiner Moment einer Pause. Ohne dass du das erzwingst oder kontrollierst. Beobachte diese Wendepunkte der Atmung. Den Moment in der Fülle. Den Moment der Leere. Für einen winzigen Moment ist da Stille. Öffnet sich Atemzug für Atemzug ein Raum der Stille, tief in dir. Und da in dieser Stille, da ist dein Selbst. Beginn wieder deinen äußeren Körper wahrzunehmen. Die Auflageflächen zur Erde unter dir, deine Knochen, deine Muskeln, deine Haut, die Luft auf deiner Haut, den Raum um dich herum,
Beginn die ersten Bewegungen zu erfahren, die dich wieder zurücktragen in das Hier und Jetzt. Bewegungen zum Genießen. Und dann kommen wir diesen Bewegungen noch einmal hoch zum Sitzen. Schließ die Augen, wenn du hier angekommen bist. Am Anfang habe ich dich eingeladen, dir eine Intention für diese Yogastunde zu schenken. Sei es eine Eigenschaft oder Qualität, einfach etwas, das dich durch diese Stunde begleiten mag oder das dir diese Stunde schenken darf. Ich möchte dich auch einladen, diese Qualität oder Intention mit aus dieser Stunde herauszunehmen, mit in das, was dich an den Wegen durch den weiteren Tag begleiten wird. Und dich ermutigen, immer wieder auch zu dir zurückzukehren, zu deinem Selbst, zu dem Gespür dafür, wie du bist. Körper und Geist. Und die Atmung ist einfach das Werkzeug, das dich zu dir zurückführt. Und wenn die Welt um dich herum dich herausfordert, wenn sie dich von dir wegzieht, dann wünsche ich dir Momente, um durchzuatmen und wieder zu dir zurückzukehren. Diesen Intentionen und Qualitäten, die dich nähren. Und zu deinem Selbst, so wie du bist und das auch sein darfst, denn so ist das gut. Lass uns in diesem Sinne die Stunde beenden, die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander führen. Und dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Wenn dann die Einatmung entsteht, dann öffne die Arme über die Seite, mach einen Bogen hoch nach oben über den Kopf. Atme aus und bring die Hände vor die Stirn, den Mund und das Herz. Noch einmal bitte einatmen. Dankbar auch die äußere Welt annehmen und umarmen, die so sein kann, wie sie nun mal ist. Und ausatmen, zum Herz, zu dir zurückzukommen, zu dem, wie du bist. Und ich möchte dich auch einladen, dich vor dir zu verbeugen. Madame, danke für das, was du dir schenkst. Die Zeit für dich, das, was dich trägt. Und dann die Augen langsam wieder zu öffnen. Und ich danke dir für dein Vertrauen, das du mir geschenkt hast und für die Zeit. Und wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Entweder hier in den Videos oder im Studio in Erfurt. Bis zum nächsten Mal. Namaste.